leidenschaftlicher Glaube kehrt um. Leidenschaftlicher Glaube ist bereit zur Versöhnung. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ein Pfarrer hat berichtet, dass er zwei Brüder kannte. Und diese zwei Brüder waren über viele, viele Jahre in erbittertem Streit. Sie haben sich gehasst und es war ganz, ganz schlimm. Und einer der Brüder ist dann sehr, sehr krank geworden. Und er hat den Pfarrer zu sich ans Bett gerufen und dann kam der Pfarrer und saß sich da mit dem Bruder am Sterbebett. Und der eine Bruder hat erzählt, dass es ihm nicht gut geht mit dem Streit mit seinem Bruder. Und er hat irgendwie gesagt, ich will mich eigentlich versöhnen, ich kann so nicht sterben, ich halte es so nicht mehr aus. Ich möchte mich versöhnen mit meinem Bruder. Und er hat den Pfarrer gebeten, zu seinem anderen Bruder zu gehen und ihn zu bitten, ob er nicht auch ans Sterbebett kommt und nochmal mit ihm redet. Und der Pfarrer hat gesagt, okay, wenn du das willst, dann mache ich das und ich gehe zu deinem Bruder. Und wenn er wusste, dass es eventuell schwierig werden würde. Und er ist dann zu dem Bruder gegangen und er hat ihm erzählt von seinem Bruder, dass er schwer krank ist und dass er sich gern mit ihm versöhnen würde und dass es einfach nicht mehr aushält. Und dann hat der andere Bruder geantwortet dem Pfarrer, gehen Sie zurück zu meinem Bruder und sagen Sie, ich halte es noch lange so aus. Ja, das ist eine krasse Geschichte und es ist sehr traurig, dass es viele Menschen gibt, die nicht bereit sind zur Versöhnung, die nicht vergeben können. Glaube fordert von uns zu versöhnen. In Epheser 4, Vers 32 schreibt Paulus, seid freundlich zueinander. Vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat. Paulus erinnert uns zuerst mal daran, dass uns vergeben wurde, dass Gott uns vergeben hat. Und das ist wunderbar und das müssen wir immer wieder begreifen, dass Gott uns vergeben hat und dass er uns darin ein Vorbild ist. Und indem er von uns fordert, anderen zu vergeben, fordert er nicht irgendwas, was er selber nicht getan hat oder von was er keine Ahnung hat. Und gleichzeitig fordert uns auf, zu vergeben oder Schritte in Richtung Versöhnung zu tun. Leidenschaftlicher Glaube kehrt um. Und ich will dich fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du Beziehungen, die im Streit sind? Hast du Beziehungen, die schwierig sind? Und hast du Beziehungen, wo noch unversöhnt sind? Und ich ermutige dich, Schritte in Richtung Versöhnung zu gehen, falls das möglich ist. In manchen Situationen ist es nicht möglich. Und wenn du weißt, dass eigentlich hier, auch weil von der anderen Seite nichts kommt, nichts möglich ist, dann fang einfach an zu beten. Oder wenn du in völlig versöhnten Beziehungen lebst, was sehr cool ist und was sein kann, dann fang doch an, für Menschen zu beten, die es schwer haben, die in Beziehungen sind, die nicht geklärt sind. Fang an zu beten, dass sich Menschen versöhnen, weil Versöhnung ist so wichtig und so was Wunderschönes. Leidenschaftlicher Glaube kehrt um.